sitting around here picking my banjo, thinking about love and the afterthought. All those days we had together, what was what and what was not. You and I, we were so crazy, going from here and back to there, never thinking about tomorrow. Ja, auch an diesem herrlichen Tag, an diesem Sonntagmorgen, ist soeben die Nebeldecke aufgerissen. Es ist windig, es ist kalt, aber der Himmel reißt auf, Blau kommt raus. Unsere Lebensgeister sind bei solchem Wetter immer sofort aktiviert bis Oberkante. Und eins kann ich einfach mal feststellen, wenn man schnell genug ist, wenn man erfinderisch ist, wenn man geistreich ist, wenn man unternehmungslustig ist, dann kann man immer noch und zu jeder Zeit in diesem Leben ein lebenswertes Leben und wenn auch nur als Sekundenglück genießen. Und darin sind meine Tochter Samira und ich ziemlich gut. Those old days were all so clever. You and I and that old friend. Thinking we were all together. We didn't know it would never end. What future is, I'll never know. It is to me an ocean. Yesterday has just went by. I tried to hold it, it wants to fly. By the banner from now on, time will shift and we'll be gone. It don't matter anyway, another song. Another day. Naja, das ist zu kalt. Wir gehen jetzt hier gleich nächste wieder rein. Links. Anyway. Ein bisschen noch, wo in der Wald ist. Another day. Die überschäumende Freude, die wird auch noch bleiben.
Herrlich. Ich glaube, wir müssen erst links, dann rechts. Da gibt es jetzt zwar auch einen fetteren Weg nach rechts und dann links, aber der kommt nicht an die Stelle, wo wir hinwollen. Oder doch? Check mal durch. So, wir sind in der Nähe unseres Biwakplatz am See, an der Krombachtalsperre, lassen hier unsere Fahrräder stehen, laufen jetzt noch 200 Meter und kommen dann an unsere sommerliche Badestelle, wo wir auch gelegentlich Feuerchen machen. Und jetzt, nachdem es oft genug und viel genug geregnet hat, besteht hier auch keine Waldbrandgefahr mehr oder sonst was. Und das ist ein schöner Tag für ein warmes Feuer in kalter Westerwaldluft. I'll sell my rock, I'll sell my wheel, I'll sell my only spinning wheel to buy my lover's sword and steel. This could end in the war. Hey! Da geht die Post ab. I'll dye them red, and round the world I'll beg my bread, until my parents shall wish me dead. He's got uns liegt genug Holz rum zum. Ey, Eva! Ja, Sekundenglück an diesem, weiß ich was, 5. November 2022 haben wir wieder Sekundenglück, was die Wetterlage betrifft, was den Sonnenschein betrifft, was die klare Luft betrifft, was unsere Aktivitäten hier am Wasser betrifft mit kleinem Feuerchen, mit Brezeln und Tralala, die uns gestern Freund Robert mitgebracht hat. Selbstgemachten Obatzer oder wie der heißt. Obatzer mit Zwiebeln und mit Tralala, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall cool, schmeckt gut, Brezel schmecken gut. Und hier haben wir eben Freund Dominik getroffen mit seinem Hund Bembel. Wohnt hier in der Nachbarschaft in Mademühlen. Und unsere Hunde vertragen sich gut, ist schön so.
Gut, Robert. Geil, dein Obatzer. Und das mit diesen Brezeln? Haut voll rein. Macht mich total an. Werde ich mir auch so als Spezialität in Erinnerung behalten. Und machen natürlich. Jedenfalls ist der Dominik auch so ein Draußenmensch. Ja. Nein, nein. Ein bisschen gewagt, so dicht an der Schafherde vorbei. Aber die beiden Schäferhunde, die Hütehunde, waren gut unter Kontrolle vom Schäfer. Den Schäfer kenne ich schon sehr, sehr lange. Hat unter anderem schon viele Jahre Borreliose, was man natürlich bekommt, wenn man viel unterwegs ist, draußen ist, Zeckenbefall ausgesetzt ist. Aber dass der Mann hier immer noch unterwegs ist mit der Herde, Sommers wie Winters, ist schon cool.